zwei große Holzstangen mit ungefähr 4 Meter. Dann nehmen wir noch ein Kodekreuz, das haben wir selber gebaut in dem Fall, weil wir kein anderes gefunden haben. Was wir noch brauchen, sind 8 Heringe und 2 Seile und etwas Bindeschnur, die brauchen wir nachher für die Abdeckplane. Und ganz wichtig natürlich, brauchen wir die Plane, das ist eine Abdeckplane und 4 Kodeplane. So, um das Kodekreuz zu binden, haben wir erstmal 2 Teile, haben wir ein Unterteil und ein Oberteil. Die kommen jetzt zusammen. Dann machen wir hier eine Schlaufe drum. Haben wir das Seil fest. Und binde das dann so wie ein Kreuz. So, und machen ungefähr eine halbe Meter. Machen wir eine große Schlaufe drauf. So, ja, ist vielleicht noch ein bisschen zu lang. Auch noch einen Tick kürzer. Der Achterknoten lässt sich relativ einfach wieder aufmachen da oben. So. Jetzt nehmen wir das Kodekreuz, das wir da haben. Tun das hier einhängen und zwar die Öse richtig übereinander legen. Die gehört so. Zwischen die Abdeckplane rein. So. Der Seite genauso. Hier die kommt dazwischen rein. Können wir auch schon zumachen, wenn man möchte, hier mit der Knebel. Hier sieht man es jetzt nochmal im Detail. Diese Öse kommt über diese drüber, so. Und dann kommt der Knebel, den nehme ich so längs, stecke ihn durch und unten wird er dann quer. Und dann hängt das Ganze dran hier erstmal. Und jetzt können wir hier noch die Schlaufe zumachen. Dann passt es soweit. Jetzt müssen wir die Kode zum schönen Viereck aufspannen. Dazu machen wir jetzt die Ecke nochmal zusammen hier. Einfach nochmal mit der Knebel. Die Heringe hier. Gehen wir besser rein. So. Machen wir jetzt alle 4 Ecke und gucken, dass es ein schönes, lockeres Quadrat gibt. So, die Kodestange binden wir relativ weit oben zusammen. Die hier sind jetzt 3,90 Meter lang. Das ist mit einer Stange fest. Dann gehen wir immer wieder 8. Und die Stange wolle. Wolltest du die beide andere Stange auch noch? Ja. Welche kann noch hin? So. Und den machen wir. Mit dem Maschtor fischt. So, jetzt nehmen wir die Stange und stecke die entsprechend zusammen.
lege die direkt über unsere Kote drüber und hänge das Kotekreuz einfach mit der Schlaufe hier ein. So. Die Stange noch fertig hier. Mache ich das hier aus. Ist hier. Auch noch aus. So. So, und um die Stange jetzt hochzustellen, braucht vielleicht da drüber auch noch jemand. Aber wir versuchen das Ganze jetzt einfach alleine, indem ich hier diese Stange anhebe. Da reinzwingen. Das sieht noch nicht schön aus. Auch von der anderen Seite noch. Als letztes kommen jetzt noch die letzte Filetringe rein. Einmal. Einmal. So, was jetzt noch fehlt, ist die Schlaufe, die wir hier zumachen können. Dazu kommen wir gleich noch mit der Kamera etwas näher. Ansonsten kann ich mir überlegen, wo ich den Eingang haben möchte. Das machen wir jetzt alles. So sieht das Ganze jetzt noch von innen aus. Das ist alles noch offen hier. Dann nehmen wir jetzt im Grunde die Schlaufe, stecke sie durch die erste Öse durch. Nehmen wir die nächste Schlaufe durch die nächste Öse und ziehen diese Schlaufe jetzt auch wieder so durch. Und so können wir jetzt einfach nach unten auch weitermachen. Dann ist die. Der Abschluss ist dann einfach, entweder ich habe eine Plane, wo ich unten einen Holzknebel habe, da hänge ich einfach die Schlaufe in den Holzknebel ein. Oder ich mache hier um die letzte Schlaufe rum ein ganz einfacher Knoten. Zuletzt schließen wir noch die Knebel, das kann man vorher auch schon von innen machen. Dann hat man sich die Arbeit schon mal von außen gespart, aber man kommt so einigermaßen ran. Und dann ist was uns jetzt noch fehlt, ist die Abdeckplane oben. Wenn man jetzt einfach nur ein Feuer im Zelt machen wird und jetzt nur zu dritt oder zu viert ist, dann wird man sich das Ganze sparen, weil da habe ich genug Platz im Inneren, wo ich mich auch so regelsicher verstecken kann. Der Rauch kann gut abziehen. Wenn jetzt mit mehr Leuten im Zelt bin, kein Feuer macht, schlechtes Wetter ist, dann würde ich die Abdeckplane drauf machen. Die Abdeckplane ist ein quadratische Plane. Die fällt dann nachher wie eine Tischdecke da oben drüber. Was wichtig ist, sind einfach diese überlappenden Teile hier. So, da kann ich die auch den Spalt, wo die Stange nachher durchkommt, kann ich damit hervorragend danach abdichten, so rum oder so rum. Ist alles egal, in dem Fall so rum. Und das Ganze mal bis auf vier Schnüre in der Ecke dran und dann können wir es oben entsprechend auch über die Abdeckung nachher drüber legen. Ich werde mal, Knäuel wird man eher von innen rausziehen, aber der ist schon so verkrumpelt. Jetzt gehen wir innen raus. So, einmal, zweimal, dreimal. Hallo Sarah. Du möchtest mithelfen, gell? So. Jetzt nehmen wir das. Die Knoten das einmal hier dran. So, hier und zwei. Und geh noch hier dran. Gehen wir dann aber dann noch durchstecke. So. Und die beiden andere brauchen wir auch noch. Guck mal hier, Sarah. So.
So. Die Schmiere können wir einfach unter festschütteln, dann können wir eine Feuermacher holen. Das muss ich aufmachen. So. Oh ja, danke schön. Um jetzt einen größeren Eingang zu machen, kann ich hergehen und kann diese Plane hier aushängen und kann dann da entsprechend den ganzen Eingang noch aufmachen, dann kommt man gut und bequem ins Zelt rein. Dafür gibt es jetzt bei Jodeland auch noch eine Gebrauchsanleitung oder eine Aufbauanleitung für die Kode. Die ist relativ nett bebildert mit 4 einzelnen Schritten und das zeigt überschaubar, wie es geht, und wer es genau wissen möchte, kann auf der Rückseite hier noch einen ganz ausführlichen Text lesen, der auch die ganzen Details nochmal erläutert. Diese Aufbauanleitung gibt es in Papierform kostenlos bei Jodeland.